Du befindest dich in einem kreisrunden herrschaftlichen Raum mit Kuppen, dessen Wände mit Adra ausgekleidet sind und mit Kupfer besetzt sind. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adra-Säule den Boden wie eine gezackte Pike, deren schimmernde Texturen die Illusion grenzenloser Tiefe schafft. Deine Gedanken sind die deinen und nicht die deinen, und sie sind allesamt Fragen. Am Fuß der Säule steht Taos. Als er dich kommen sieht, wirkt er besorgt. Du willst ihn etwas fragen, eine Frage, die vor allen anderen in deinem Kopf wirbelt, du wagst es noch nicht. Du brauchst erst irgendeine Erlaubnis von ihm, einen Hinweis darauf, dass deine Vermutung wahr sein könnte. You are far from your post, Inquisitor. What brings you here? Du bist weit von deinem Posten entfernt, Inquisitor. Was führt dich hierher? Deine Gedanken rasen, du betrachtest verschiedene mögliche Ansatzpunkte, du hast Mühe, deine Emotionen zu zügeln. Was ist das für ein Ort? We are in a sanctum holy to Wudica. There are others like it in service to the other gods. I come here often to pray for her counsel, and in this space I may be assured that she hears me. Wir befinden uns in einem Heiligtum Wudicas. Es gibt noch weitere, die anderen Göttern dienen. Ich komme oft hierher, um sie um Rat zu bitten. Hier kann ich mir gewiss sein, dass sie mich hört. Diese Maschine hinter dir, wozu ist sie gut? It has many uses, but its purpose is to bring structure to the chaos that surrounds it. Das sind wirklich ziemlich dürftige Antworten. Sie hat viele Zwecke, doch sie dient vor allem dazu, dem Chaos, das sie umgibt, Struktur zu verleihen. All diese Statuen, wen stellen sie dar? They are monuments to Wudica's greatest servants among my people. I hope to join them myself one day, but my work is not yet complete. Sie sind Denkmäler von Wudicas größten Dienern unter meinem Volk. Ich hoffe eines Tages selbst dort zu stehen, doch mein Werk ist noch nicht vollendet. Hat Iovara die Wahrheit gesagt? That woman sought only to destroy the foundations of peace and civility that my people sacrificed everything to build. Diese Frau wollte nur die Grundlagen des Friedens und der Höflichkeit zerstören, für deren Aufbau mein Volk alles geopfert hat. Basierte die gesamte Inquisition auf einer Lüge? The Inquisition was based on the need to cut the flesh from a rotting wound. Die Inquisition basierte auf dem Bedürfnis, das Fleisch von einer fauligen Wunde zu schneiden. Sollte man nicht eher das faulige Fleisch wegschneiden? Du zitterst, du hast jede Geduld für Taktgefühl verloren. Schluss mit dem Ausweichen, du musst es wissen. Alles, was du geglaubt hast, alles, was du für die Götter getan hast. Hast du mich angelogen, als du sagtest, die Götter könnten Leid beenden? Taos sagt nichts. Gibt es keine Götter? What is a god? A higher power? A rewarder of good deeds and punisher of the wicked. Something men can turn to in their darkest moments when their days seem only like bridges from one tragedy to the next. Our gods are all these things. Taos Gesicht bleibt eine unbeteiligte Maske. Was ist ein Gott, Eine höhere Macht? Jemand, der gute Taten belohnt und böse bestraft? Etwas, dem man sich in seiner dunkelsten Augenblicken zuwenden kann, wenn die Tage wirken, als seien sie nur Brücken von einer Tragödie zur nächsten? Unsere Götter sind all diese Dinge. Mit jedem Wort, das Taos spricht, spürst du, wie du mehr und mehr die Kontrolle über einen siedenden Kessel des Zorns und des Zweifels und der Furcht und der Hoffnungslosigkeit verlierst, bis du schließlich nicht mehr erträgst. Oh, wir drehen durch, oder? Gibt es keine Götter? We are in a sacred place within earshot of the gods themselves. This is not the time. You've been through much these past few months. Mit unerträglicher Ruhe legt Taos einen Zeigefinger an seine Lippen. Wir befinden uns an einem heiligen Ort, in Hörweite der Götter selbst. Das ist nicht der rechte Augenblick. Du hast in den letzten Monaten viel durchlitten. You will return home and you will rest. When you feel you have recovered, you may rejoin us at the trials. The Inquisition is far from over, and I will have need of you. Du wirst nach Hause zurückkehren und du wirst dich ausruhen. Und wenn du das Gefühl hast, dich erholt zu haben, kannst du dich den Prozessen wieder anschließen. Die Inquisition ist noch lange nicht beendet und ich brauche dich.
There are many who continue to spread the lies of the apostate. The Inquisition will not end until we have pronounced judgment on all of them. Viele verbreiten weiterhin Lügen des Apostats. Die Inquisition endet erst, wenn wir über sie alle geurteilt haben. Seine Augen verharren auf dir mit gefährlich drohendem Blick. Dein Zorn schrumpft, als du vor deinem geistigen Auge ein eisernes Rad siehst, monolithisch und verkrustet mit dem getrockneten Blut von Tausenden. Du stellst deine Frage nicht erneut. Und jetzt ist da der echte Taos. Da ist der echte Taos. How did you find it? Wie hast du es gefunden? Das habe ich nicht. Es war Fürstin Webb. Another in a string of acts of petty defiance. For all her knowledge, she always preferred spite over reason. Ein weiterer Akt in einer langen Kette des trotzigen Widerstands. Bei ihrem Wissen hat sie die Gehässigkeit doch immer der Vernunft vorgezogen. Die Vernunft hat in dieser Sache ihre Hand geführt. Then she should have obeyed. I ask one thing of all my followers. She was incapable. A waste of rare talent and intellect. Dann hätte sie gehorchen müssen. Ich bitte alle meine Anhänger um eine einzige Sache. Sie konnte sie mir nicht geben. Eine Verschwendung von seltenem Talent und Intellekt. Weder Gehorsam ist viel verlangt von jemandem mit eigenem Kopf. Ihr Talent und ihr Intellekt waren zu groß für ihr Leben als deine Dienerin. Nee, nehmen wir das obere. What of your cohorts then? They have followed you to their deaths. Is it loyalty that brings them here? Or is it as my agent suggests, that they have no direction of their own? Bei ihnen ist es hoffentlich Loyalität. Was ist mit deinen Gefährten? Sind sie dir den Tod gefolgt? Ist es Loyalität, die sie herführt? Oder ist es, wie meine Agenten sagen, haben sie keine eigene Bestimmung? You worshipped Aethys, did you not? Taos betrachtet Eder. Du hast Eotas angebetet, nicht wahr? Spies are good. What gave me away? The cape? Deine Spione sind gut. Was hat mich verraten, der Umhang? Yet when your god needed you the most, you chose your country. Doch als dein Gott dich am dringendsten brauchte, hast du dich für dein Land entschieden. Ender runzelt verärgert die Stirn. We were being invaded, not by anyone who was acting like a god. Wir wurden angegriffen, und zwar nicht von jemandem, der wie ein Gott handelte. Then I should think your hometown gave you a hero's welcome when you returned. Taos lächelt dünn, herablassend. Dann hat deine Heimatstadt dich bei deiner Rückkehr gewiss als Held empfangen. Well, they made cake. And I think you can expect folks to get jumpy when the gods aren't there to reassure them. Maybe if they weren't all too busy trying to kill each other. Elda lächelt. Sie haben Kuchen gebacken. Und man darf wohl damit rechnen, dass die Leute nervös werden, wenn die Götter nicht da sind, um sie zu beruhigen. Vielleicht, wenn sie nicht alle zu sehr damit beschäftigt gewesen wären, sich gegenseitig zu töten. The gods argue over how best to prevent Kith society from destroying itself. These disruptions would not be necessary, were mortal instinct not so diseased. Die Götter streiten, wie sie die Gesellschaft der Gestandenen am besten daran hindern können, sich selbst zu zerstören. Diese Einmischungen wären nicht nötig, wenn der sterbliche Instinkt nicht so krank wäre. Du starrst Taos an wie ein angriffslustiges Tier. Taos beobachtet ihn ruhig. You built a weapon that delivered exactly as promised. Du hast eine Waffe gebaut, die genau hielt, was sie versprach. I served my goddess as you did yours. Ich habe meiner Göttin gedient, so wie du der deinen. Yet the other builders were slain. 11 of a dozen. Why not you? Were you somehow different? Redeemable in your God's sight? Doch die anderen wurden getötet. 11 von einem Dutzend. Warum du nicht? Warst du irgendwie anders? Errettbar in den Augen deines Gottes? Whatever desire I had to be redeemed in her eyes was weakness. Purged by the Watcher's sight. Welches Verlangen ich auch gehabt haben mag, in ihren Augen rehabilitiert zu werden, es war Schwäche, die von der Sichtgabe des Wächters getilgt wurde. Or was it merely that your goddess wanted you dead as well, and your delusions of importance prevented you from seeing the obvious? Oder lag es nur daran, dass deine Göttin dich auch tot sehen wollte, du das offensichtlich aber nicht sehen konntest, weil du dich für so wichtig hieltest? A whore's beguiling charms, nothing more. But the spell's broke now, Theos. The trial's over.
I know friend from foe, and I've come here now to see a foe repaid. Der verführerische Charme einer Piep. Nichts weiter, aber der Zauber ist jetzt zerschlagen, Taus. Die Prüfung ist vorbei. Ich kann Freund und Feind unterscheiden und ich bin gekommen, um einem Feind seine Schuld zurückzuzahlen. You were able to destroy a god because another god wished it. Without her hand to guide you, you could not strike at a god any more than you could strike the sky. You are impotent, and not just from the pox. Du konntest einen Gott zerstören, wenn ein anderer Gott es wünschte. Ohne ihre Hand, die dich führt, könntest du einen Gott ebenso wenig schlagen wie den Himmel. Du bist machtlos, impotent und nicht nur wegen der Pocken. I understand your Duke's bells gave you a mission. Taus, plötzliche Aufmerksamkeit lässt Palegina ihr Gefieder aufblustern. Wie ich höre, haben deine Duke's bells dir eine Mission aufgetragen. Their orders do not absolve me of my greater responsibility to the safety and well-being of the Republics. Palegina hebt trotzdem den Kopf. Ihre Befehle binden mich nicht meiner größeren Verantwortung für die Sicherheit und das Wohlergehen der Republiken. Das solltest du vielleicht lieber lassen, Taurus. Beginn keinen Streit, den du nicht gewinnen kannst. Yet you disobeyed. Something you already have a reputation for. They will know, of course. If it had been for a worthy cause, they might have forgiven you. But I don't see them pursuing Animancy after seeing what it's done here. They trusted you, and you disappointed, as you always have, and you will again be disowned. Und du hast doch nicht gehorcht. Du hast bereits den Ruf, das häufiger zu tun. Sie werden es natürlich wissen. Wäre es für eine würdige Sache gewesen, hätten sie die vielleicht vergeben. Aber sie werden die Besinnung kaum weiter verfolgen, nachdem sie sehen, was sie hier angerichtet hat. Sie haben dir vertraut und du hast sie enttäuscht, wie immer. Und du wirst wieder verstoßen werden. The parents scold, but the children are safe. Whether Animancy research continues in the Republics or not, they will survive. For now, that's enough. Die Eltern tadeln, doch die Kinder sind sicher. Ob die Besinnungsforschung in den Republiken fortgeführt wird oder nicht, sie werden überleben. Das muss im Moment reichen. In any case, I wouldn't be so smug about my fate, Theos. I imagine Whittaker responds to disappointment much more severely than even my Dukes. Jedenfalls solltest du nicht so selbstgefällig sein, was mein Schicksal angeht, Taus. Sie macht einen langen Schritt nach vorne mit einem düsteren Lächeln im Gesicht. Whittaker reagiert auf Enttäuschungen wohl noch deutlich strenger als meine Dukes. State your name and purpose, young acolyte. Als er Alof sieht, zuckt Taus mundfeuchtlich. Nenne mir deinen Namen und dein Ansehen, junger Akolyt. My name belonged to the gods and my hand to their service. No more. Mein Name gehörte den Göttern und meine Hand diente ihnen. Alofs Augen verdüsterten sich. Damit ist Schluss. You serve none but yourself. Without contact with your order, you can have no higher purpose. Only the base concerns of the flesh. You have cast yourself from our ranks. Dies niemand als dir selbst. Ohne Kontakt mit dem Orden kannst du keinen höheren Zweck dienen. Nur den niederen fleischlichen Notwendigkeiten. Du hast dich aus unseren Reihen ausgeschlossen. And I should have done it years before. I'd rather live in uncertainty than servitude. Ich hätte es schon vor Jahren tun sollen. Ich lebe lieber in Unsicherheit als in Knechtschaft. And that uncertainty would lead you where it leads everyone. To doubt, to emptiness, to the many cruelties inspired by disbelief. You will have to forgive your Grandmaster for remaining skeptical of his initiates' choices. Und dass Unsicherheit dich dorthin führen würde, wo sie jeden hinführt. Zu Zweifeln, zu Leere, zu den vielen Grausamkeiten, die der Unglaube inspiriert. Du musst deinem Großmeister vergeben, dass er weiterhin skeptisch ist, was die Entscheidung seines Initiierten angeht. You are far from home, Dwarf. Taus blickt auf Sagani ab. Du bist weit von zu Hause entfernt, Zwergin. I knew my hunt would send me a long way from Masuk. It was a challenge I was glad to undertake for my village. Sagani hebt ihr Kinn. Ich wusste, dass meine Jagd mich weit vom Mast fortführen würde. Es war eine Herausforderung, die ich für mein Dorf gerne aufgenommen habe. A journey then. It must be of some import to take you so far and to last so long. Eine Reise also. Sie muss wichtig sein, wenn sie dich so weit geführt hat und so lange gedauert hat. What's important is that I'll return soon. And when I do, I'll spend my time where it matters. Sagani zuckt zusammen. Wichtig, dass ich bald zurückkehren werde. Und wenn ich das tue, verbringe ich meine Zeit dort, wo es wichtig ist. So it was worth it then, to tell a dying beast of things it neither understood nor had memory of. Taus hebt in gespielter Überraschung die Augenbrauen.
Hat es sich also gelohnt, einem sterbenden Tier von Dingen zu berichten, die es weder verstanden noch an die es sich erinnerte? You are here because you are lost. The gods cannot reach everyone, I'm afraid. May you fare better in your next lives. Taurus musterte eine Gruppe ein nach dem anderen. Ihr seid hier, weil ihr euch verirrt habt. Die Götter können nicht jeden erreichen, fürchte ich. Möge es euch in eurem nächsten Leben besser gehen. Er richtet seinen Blick auf dich. I gather you have had your soul awakened. Why else would you shadow my footsteps like some stray mongrel? You think I have something to offer you, but our business was concluded long ago. Deine Seele wurde erweckt, wurde mir zugetragen. Warum sonst würdest du meinen Schritten folgen wie ein streunender Straßenköter? Du glaubst, ich hätte dir etwas zu bieten, doch unsere Angelegenheiten wurden vor langer Zeit abgeschlossen. Was weißt du über unsere Angelegenheiten? Your abilities only flow in one direction. That isn't how it works, I'm afraid. Not for me. For all that you saw of my soul in the sanitarium, I saw as much of yours. Du glaubst, deine Fähigkeiten würden nur in eine Richtung fließen, doch ich fürchte, so funktioniert das nicht. Nicht für mich. Du hast im Sanatorium meine Seele gesehen, doch ich habe auch deine gesehen. Unsere Angelegenheiten sind abgeschlossen, wenn du mir alles gesagt hast, was du weißt. I answered your questions once. That your soul is not fit to accept the answers is of little concern to me. I lied to no one. Not to you, not to anyone. The gods are real. They are everything we need them to be, and the world is better for it. Ich habe deine Fragen schon einmal beantwortet. Dass deine Seele nicht in der Lage ist, die Antworten zu akzeptieren, schert mich wenig. Ich habe niemanden angelogen. Dich nicht und auch niemand anderen. Die Götter sind real. Sie sind alles, was sie für uns sein müssen, und die Welt ist dadurch besser. Du hast einer ganzen Generation ihren Platz in der Welt verwehrt. This country has skipped a beat. Nothing more. I have done far worse. I plunged the peaceful kingdom of Telosus into civil war. I slew the monarch of Desantio, whose people never knew hardship under his rule, and replaced him with a cruel despot who brought them to ruin. Das Herz dieses Landes hat einen Schlag ausgesetzt, nichts weiter. Ich habe schon viel Schlimmeres getan. Ich habe das friedliche Königreich Tolossos in einen Bürgerkrieg gestürzt. Ich habe den Monarchen von Desontio getötet, dessen Volk unter seiner Herrschaft nie als Not kannte, und ihn durch einen grausamen Despoten ersetzt, der sie in den Ruin geführt hat. When plague arrived at the great city of Arborensis, I saw to it that the cure did not. They piled their dead outside the city in heaps that rose above their walls. Als die Pest die große Stadt Arubenis erreichte, sorgte ich dafür, dass das Heilmittel das nicht tat. Sie warfen ihre Toten vor die Stadt, bis der Leichenhaufen die Stadtmauer überragten. Soll das den Schaden verringern, den du hier angerichtet hast? Um die richtige Perspektive zu zeigen. When your soul was still a shapeless mist, when the world believed only in false gods, thousands of them, gods that told them to take slaves, gods that told them to make war upon their neighbors and devour the slain, gods that told them to burn their children alive and cover themselves in the ashes as a sign of their faith. Es gab eine Zeit, als deine Seele noch ein formloser Nebel war, als die Welt nur an falsche Götter glaubte, tausende von ihnen. Götter, die ihnen sagten, Sklaven zu halten, Götter, die ihnen sagten, Krieg mit ihren Nachbarn zu führen und die Gefallenen zu essen, Götter, die ihnen sagten, ihre Kinder bei lebendigem Leibe zu verbrennen und sich als Zeichen ihres Glaubens mit ihrer Asche zu bedecken. But all that changed when they learned of the true gods, our gods. All those misshapen, bestial instincts melted beneath the radiance of our God's majesty. You could see it in their eyes, that dull emptiness. Replaced with the glimmer of a kindled spark. Doch all das änderte sich, als sie von den wahren Göttern erfuhren, unseren Göttern. All diese deformierten, bestialischen Instinkte versangen unter dem majestätischen Glanz unserer Götter. Man konnte sie in ihren Augen sehen, wie die dumpfe Leere durch einen glühenden Funken ersetzt wurde. Dem Funken der falschen Hoffnung. There is no false hope. Only hope for things that never come. Es gibt keine falsche Hoffnung, nur Hoffnung auf Dinge, die niemals kommen. Have you imagined this existence? The one the apostate would have created. We are not all so virtuous as she. Without our gods, the most wicked, the most tyrannical, they would take that power for themselves.
Hast du dir diese Existenz vorgestellt? Die Existenz, die durch das Apostat entstanden wäre? Wir sind nicht alle so tugendhaft wie sie. Ohne unsere Götter würden die Bösesten, die Tyrannischsten, diese Macht selbst an sich reißen. But more than that, it would be a hollow existence. All mysteries forever unanswered. All purposes constructed from meaninglessness. No endings to bring closure. Only a wheel turning without mercy, grinding our spirits to dust. Es wäre eine leere Existenz. Taus blickt ihn nicht mehr an, während er spricht. Die unermeinte Maschine spiegelt sich tanzend und zuckend in seinen Augen. Alle Mysterien für immer unbeantwortet. Jeder Sinn aus purer Sinnlosigkeit konstruiert. Kein Ende, kein Abschluss. Nur ein Rad, das sich gnadenlos dreht und unseren Geist zu Staub zermalmt. Du unterschätzt die Leute, ist wieder Paladin Antwort. Wenn es so sein muss, dann sei es so. Auch deine Art hat einen zu hohen Preis. Besser sei der Lüge leben, du hast recht. Auch deine Art hat einen hohen Preis. Wenn es so sein muss, dann sei es so. Auch deine Art hat einen hohen Preis. Are you so dense as to think a faithless world would not be ridden with calamity? Taus runzelt zornig zu Stirn. Zumindest den geringsten aller möglichen Preise. Bist du so dumm zu glauben, dass eine Welt ohne Glauben nicht von Katastrophen heimgesucht werden würde? All I have seen, the millennia of experience. I will not be dissuaded from this course. This is the only way. Alles, was ich gesehen habe, die vielen Jahrtausende an Erfahrung. Ich lasse mich von diesem Kurs nicht abbringen. Es ist der einzige Weg. Gib zu, dass die Götter keine wahren Götter sind. Ich muss es aus deinem Munde hören. Da musst du aufgehalten werden. Du bist blind, wenn du saubst, dein Weg sei der einzige Weg. Du wirst von deinen eigenen Zweifeln kontrolliert. Wieder Paladin-mäßig, also nehmen wir das Erste. There is no leaving this place for you. I allowed it once, but you have made it all too clear what a mistake my mercy was. Du hast es nicht gründlich genug durchdacht. Du wirst diesen Ort nicht verlassen. Ich habe es einmal gestattet, aber du hast deutlich gemacht, was für ein Fehler meine Gnade war. With your soul and thousands of others, I will see this world purged of its suffering. Mit deiner Seele und tausenden von anderen werde ich diese Welt von ihrem Leid erlösen. Hear me, Woodica. Your servant calls for aid. Taos streckt seine Hände aus, als würde er einen ungesehenen Gast begrüßen. Er schließt die Augen und blickt in den Himmel. Höre mich an, Vodika. Dein Diener bittet um Hilfe. Werden jetzt die Statuen lebendig? Oder leckt das Spiel einfach? Ja, die Statuen werden lebendig. Ja. Okay. Woedikas Henker, Woedikas Wächter, Taus. I'm ready. Nein, Edda geht auf den los. Warum hast du eigentlich eine schwere Verbrennung? Okay, Usables, Trank. Okay. Ich hoffe, der Trank hat gewirkt bei ihr. Nein, hat er nicht. Dann machen wir mal weiter mit deinem Trank. Bei dir hat er gewirkt. Okay. Leicht verletzt und erstmal Taos loswerden. Okay, Taos ist verletzt. Warum ist Hagrim umgefallen?
Also warum ist Hagrim tot, besser gesagt? Millie packt ihn mal wieder. Dankeschön. Also alle bis auf Edda auf das Ding losgehen. Du benutzt am besten einfach meine... Nicht das da. Ich wollte die... was? Das ist doch... Ah, die große Wiederherstellung von Ausdauer, genau. Oh, und... Fenris hat es auch erwischt. Bombardier den einfach mal weiter. Und du rennst, du ziehst dich mal zurück und machst am besten eine geringe Fürbitte. So. Alof. Kann das nicht zaubern? Okay. Taos kehrt in seinen Körper zurück. Das war Sagani, die können wir aber gleich wiederbeleben. Autsch. Okay, das tut ordentlich weh gerade irgendwie. Okay, jetzt hat es auch noch Durin zerwischt. Ich würde mal sagen, neue Strategie. Wir müssen erst die beiden Statuen ausschalten. Können wir das hier benutzen? Jo, das scheint Autosave direkt vom Kampf zu sein. Gott sei Dank. Sparen wir uns das ganze Gequatsche. Also wie gerade eben auch, nur dass wir vielleicht mal Taos ignorieren und die beiden Statuen umboxen erst. Und dass wir Durins wieder auferstehen lassen, außer Durins fett und da muss Palegina ihn wieder auferstehen lassen. Das war wahrscheinlich der Autosave, der gerade so lang gebraucht hat, weswegen das Spiel hing. Aber ja, Taos ist einigermaßen machbar. Ich muss halt definitiv ein bisschen mehr reinkloppen. Ja, da haut er uns um. Kann ich das nicht überspringen? Okay, machen wir es so. Tierchen auf ihn. Edda auf ihn. Und der Rest geht irgendwo auf das Ding los. So, Edda geht da drauf los. Palegina, du trinkst den Trank. Du trinkst den Trank. Du trinkst den Trank. Durens zaubert irgendwo Schutz hin. Du ein Zauberversetzer. Edda haut den mal um. So, dann noch Macht. Mit Tierchen ist alles gut. Du machst da Flamme auf den. Und dann das hier. Autsch. Okay, Durens darf mich gleich wiederbeleben. Okay.
Okay, die Gefäße sind fast schon tot. Also die beiden Wächter. Du versuch mal Second Wind. Du versuchst Second Wind. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Du mach Wiederbelebung. Du versuch den da zu töten. So, du machst jetzt erstmal Second Wind. Du rennst, versucht mal da wegzukommen. Und auch mal Second Wind zu wirken. Gut. Ich mach mal einen flinken Füßetrank rein. Was kann ich denn da eigentlich noch? Ach so. Verbrennende Wunden. So, dann kann Durenz mal versuchen, die Tiere wieder zu beleben. Während Alo versucht, das Ding umzuboxen und ich mich vor ihm hier wegbewege. So. Durenz, mach mal was auf Taos. Okay. Der zweite ist auch gleich tot. Okay, alle auf Taos. Und Edda, Heiltrank. Palegina, Heiltrank. Das war auch übrigens der falsche Heiltrank. Ich brauche einen. Doch, einen Trank der großen Ausdauer. So, du machst eingeschworener Feind auf ihn. Du rennst, du heilst dich mal selber schnell. Palegina legt sich selber die Hand auf. So, Edda. Ersten Tank der großen Ausdauer. So. Alof, bevor du mir umkippst, versuch den irgendwie tot zu kriegen. So, du Heilung da hinten. Das war jetzt nicht so gut. Wenn alle hier jetzt im Nahkampf auf Palegina losgehen. Okay. Stehen alle wieder. Ich kann nicht mehr wiederbeleben. Verdammt. Dann versucht. Ich kann Palegina nicht wiederbeleben. Verflixt. Das wird nichts werden. Da ist nämlich jetzt Durenz gefallen. So, toll, alle anderen sind kontrolliert. Nein, das wird so nichts mehr. Okay, wir versuchen es noch. Es war auf jeden Fall besser als gerade eben. Definitiv. Aber noch nicht ganz so perfekt. Und wenn das so weitergeht, muss ich die Folge doch in zwei Stück aufteilen. Was mich nerven würde. Aber vielleicht ist das besser, wenn ich sie aufteile.
Okay, neue Strategie. Wir gehen jetzt alle auf Taos los, damit er nicht mehr zaubern kann. So, gut. Taos ist weg. Das heißt, wir kümmern uns um den Henker, der nicht von ihm besessen ist. Erst einmal. So. Du rennst, blockst mal Schutz. Und auf mich ist reinigende Flamme gewirkt. Das ist auch nicht so toll. Okay, du rennst, du belebst Hagrim wieder. So, und wirkst auch gleich mal so eine große Heilung auf ihn. So. Trank des Schützen. Jetzt können wir mal kurz uns die Zeit nehmen, Tränke zu trinken. So, Trank. Trank. Gut. Let's go. Das ist eine gute, viel bessere Ausgangsposition gerade. Du mach mal den Zauber, du aktivier deinen Second Wind. So, jetzt ist er wieder da. Das heißt, du mach mal eine Säule des Glaubens auf ihn. Oder warte, mach einen Zwillingsstein auf ihn. Du zauber einfach was Böses auf ihn. Mist, habe ich nicht irgendwas, was mich vor Gedankenkontrolle schützt? Gebet der Hinterlist. Wie wär's mal damit? Palegina ist noch verwirrt. Du bist auch irgendwas. Du solltest was trinken. Durenz sollte noch mal heilen. Du mach kaputt. I fear we've lost the angry one. Okay, Durenz ist gefallen, also belebe ihn mal wieder. Du, halt Edda, wollte ich gerade schon sagen. Edda sieht aber etwas umgefallen aus. Wir stehen übrigens wieder viel zu dicht bei ihm. Alle zusammen. Was wollte ich jetzt? Ach ja, Wiederbelebung auf Edda. Irgendwie wird das nicht wirklich was. Der Mistkerl, der tut uns ständig übernehmen und dann hat er auf einmal all unsere Boni drauf, weil meine Chars von ihm kontrolliert werden. Also ja, die Sache mit zuerst auf ihn losgehen war schon mal eine gute Idee. Je schneller der mich weg ist, desto besser und langsam geht das Laden einfach schneller.
Ich weiß ja nicht, wenn wir weiter auf ihm rumhacken, während er umgehauen ist, ob das was bringt. Jedenfalls ging das jetzt gerade ziemlich schnell. Schild für die Gläubigen. Okay, alle, die keine Nahkämpfer sind, sollten mal weg da. Ne, ihr helft Edda. Du rennst, du benutzt... Achso, das haben wir noch gar nicht benutzt, hä? Schild für die Gläubigen ist noch aktiv. Alof, wirf mal was ein. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt, wenn wir jetzt warten, dass der Schild des Gläubigen abläuft und wir weiter auf seinen Körper einhacken. Aber scheinbar bringt das nur das, dass meine Charaktere alle ziemlich kaputt gehen. Das ist halt super viel Ausdauer. Echt jetzt. So. Du rennst. Du machst mal den Dominationsschutz wieder an. So, alle sind geschützt gegen die Dominanz von ihm. Oder die Beherrschung. Ihr beide benutzt mal euren Second Wind. Du rennst, lass mal eine Säule auf ihn runterknallen. Schuppenbrecher bringt nicht viel. Kann ich ihm... Schick ihn mal zum Rat. Alof. Bombardier ihn mal mit Kettenblitzen. Aber nicht gleich Hagrim mit. Das war nicht im Sinne des Erfinders. 1000 ist schwer verletzt. Durenz frisch mal den Schutz auf, bevor er gleich ausläuft. Paligina, du heilst Edda. Alof, setz einen nach. Durenz, du setzt auch einen nach. Au, das hat zwar wehgetan. Warum ist er jetzt nur noch leicht verletzt? Au. Das war jetzt sowas von unfair. Okay, alle stehen wieder. Massenheilung. Second Wind. Heiltrank. Du. Was? Jetzt ist die ganze Truppe übernommen. Tötet ihn. Paligina. Eingeschworener Feind. Du. Säule. Er ist dem Tode nahe. Jetzt bitte macht ihn tot. Damn it. We gotta take better care of Alof. Er ist tot. Zu deinen Füßen liegt der Körper von Talos, Taos. Hol, die Falten durch das stumme Ertragen einer ewigen Last entstanden, waren nun auf seinem farblosen Gesicht geglättet.
Seine Seele bleibt einen Augenblick lang still, wehrlos, ihre Energie in der Niederlage aufgebracht. Sie liegt über seinem Körper wie ein Leichentuch. That's the servant down and the mistress still to go. A good start, worthy of being built upon. Dem Diener ist das Handwerk gelegt, die Herrin fehlt noch. Ein guter Beginn, darauf lässt sich aufbauen. After journeying for lifetimes, I can't imagine his failure, knowing it was all for nothing. Sagani kratzt Itoma gedankenverloren am Kopf. Nach einer Reise über so viele Leben hinweg, was muss das für eine Enttäuschung sein, zu wissen, dass es alles umsonst war? Theos followed his mistress's orders too well. I don't know if it's a blessing or a curse that he will remember this again one day after he makes it through the wheel. Taos hat die Befehle seiner Herrin zu gut befolgt. Ich weiß nicht, ob es ein Segen oder ein Fluch ist, dass er sich eines Tages an all das erinnern wird, wenn er das Rad durchlaufen hat. Er war gut darin, seinen Gott zu dienen, das muss ich ihm lassen, aber er hätte einen besseren Gott wählen sollen. He spent his lives. More than any of us will ever know. For what? Binding the world to a lie. Could a man like that ever be redeemed? Alof schüttelt den Kopf und blickt mit einer Mischung aus Mitleid und Erstaunen auf Taos hinab. Er hat viele Leben, mehr als wir je kennen werden, damit verbracht, die Welt an eine Lüge zu binden. Er blickt zu dir hinauf. Kann ein solcher Mann jemals errettet werden? Taos Seele erkunden. Du atmest tief durch und tauchst in Taos Seele ein. War sie in Farnheim noch ein Labyrinth aus engen Gängen und Sackgassen, ist sie nun weitläufig und grenzenlos. Ihre Mauern zerfallen zu Schutt wie die Ruinen von Engwit, als du sie durchquerst. Du reist eine schier endlose Zeit, auf einen bekannten Ort zu eilen. Eine Erinnerung, auf die du schon einmal einen Blick erhascht hast. Endlich siehst du sie nicht mehr als ein winziges Licht am Ende eines langen Tunnels, das sich langsam vergrößert, je näher du kommst. Du gelangst in dem Raum, in dem du nun stehst, doch er ist neu, makellos und voller Personen. Tausende von ihnen, die alle auf die großen Adra sollen und sie herumliegende Maschine blicken. Taos steht vor der Maschine und du bist nun eins mit ihnen. Du überblickst die Menge und siehst faltige alte Männer und engelsgleiche kleine Mädchen, Mütter, die Säuglinge wiegen, Väter, die ihre unruhigen Kinder fest bei der Hand halten und dich mit ernster Akzeptanz ansehen. Eine Frau mit Tränen in den Augen nickt dir kurz zu. Du drehst dich wieder der Maschine zu. Der Atem wird dir fast abgeschnürt durch das Gewicht unerwünschten Wissens. Du bereitest dich darauf vor, allein zu deiner Reise ohne Ende aufzubrechen. Du schließt die Augen und öffnest sie wieder. Die Maschine steht weiter vor dir und ruft nach dir. Du stellst dich davor und legst deine Hände auf eine große mechanische Scheibe am Fuß der gewaltigen Kristallsäulen und sprichst ein eisiges Wort. Riesige Ringe erwachen, knarzen zu Leben, nehmen Geschwindigkeit auf und bringen geschnittene Drachenmäuer zum Leuchten und lassen die Plattform unter dir beben. Der gesamte Raum zittert jetzt, ob der Kraft der immer schneller werdenden Maschine. Alle Geräusche werden von den tiefen, ohrenbetäubenden Dröhnen der Maschine übertönt. Gleißende Tentakeln aus Licht schießen von der Säule ausgehend in alle Richtungen und du blickst über deine Schulter und siehst, wie sie die Menge verschlingen und sie hell brennen lassen wie heißes Eisen. Nach und nach verschwinden die Tentakel und lassen nur noch aschende Bildnisse zurück, wo einst Personen standen. Viele zerfallen durch die Erschütterung zu grauen Haufen. Ja, was die anderen Maschinen ebenso taten. Du legst hinauf zu der Aldra-Säule und eine leuchtende runde Masse hat begonnen, sich am oberen Ende der Säule zu sammeln, wo die Lichtbögen sich vereinen. Die Masse wächst und pulsiert, durchscheinend und knollenförmig wie ein riesiger Kokon, sich langsam drehend, als würde sie von den Lichtbögen gesponnen werden. Als der nächste Bogen verschwindet, bleibt diese spektrale Masse einen Augenblick lang regungslos in der Luft hängen. Sie ist so hell, dass du deine Augen mit ausgestreckter Hand verdecken musst. Du hast das Gefühl, als würde sie dich anblicken. Du neigst wie zur Bestätigung den Kopf, als du wieder abblickst, siehst du, wie die Masse mit der Säule verschmilzt, wie warmes Kerzenwachs. Die Säule blitzt auf, so hell wie die Sonne selbst, und wird dann wieder dunkel. Die Maschine wird langsamer und bleibt plötzlich stehen. Als das letzte Echo der knarzenden Zahnräder verklungen ist, ist der Raum still und du bist alleine. Von allen Seiten beginnt die Realität in die Erinnerung durchzusickern, und du findest dich wieder in deiner eigenen Haut, auf Taos leblosen Körper blickend. Du spürst eine Antriebslosigkeit in Taos Seele, aber überwältigende Schöpfung, die sie daran hindert, sofort zu entweichen und die sie anfällig für Manipulationsversuche macht.
Du hast das Gefühl, als hätte dein Sieg dir irgendeine Macht über sie verliehen, als könntest du mit ihr tun, was du willst. Die Seele in den Kreislauf zurückkehren lassen. Du wirst dich daran erinnern, Taos erinnert dich daran, dass niemand ewig die Wahrheit verbergen kann und dass alles, was du getan hast, umsonst war. Deine Erinnerung soll deine Strafe sein. Seine Seele zerreißen. Ich beneide dich nicht, Taos. Gerade ich weiß, welche Macht Erinnerungen besitzen können. Es ist an der Zeit, dass dir Frieden gewährt wird. Seine Seele nach Beraf Eaman verbannt. Taos X Arcanon, es kann keine Vergebung für deine Taten geben. Nur Gerechtigkeit. Du wirst deinem Urteil nicht länger entgehen. All seine Erinnerungen zerstören. Deine Erinnerungen machen dich zum Sklaven deiner eigenen Vergangenheit. Vielleicht kann sie nicht ungeschehen gemacht werden, aber sie kann vergessen werden. Sie wird uns beide nicht länger belasten. Du hast mir großes Leid zugefügt, Taos. Du verdienst es nicht zu existieren. Also die Erinnerung zu zerstören, das würde ich als Paladin wahrscheinlich machen. Seiner Seele wenigstens noch eine Chance geben, wenn nicht dem Mann. Ihn nach Erf im Mann verbannen wäre eine sehr rationale Lösung. Sie ihn in den Kreislauf zurückkehren zu lassen und Voidika die Strafe überlassen. Das klingt nach Hagrims Geschmack. Also weg mit dir. Would more immediately satisfy the cravings in my bones. But this is the stronger lesson, for his soul is already marked by his own hand. Die Lehren von Durins anzuwenden, würde das Verlangen in meinen Knochen sofort stillen. Aber diese Lektion ist stärker, denn seine Seele ist bereits durch seine eigene Hand gekennzeichnet. So Max cannot be forgiven, it seems. Manche Handlungen könnten offenbar nicht vergeben werden. I suppose we'll see if he can rise above that. Adolf Niklas, und wir werden sehen, ob er sich darüber erheben kann. Du spürst die Anziehungskraft der feinen Adra-Kapillaren, die aus den Tiefen unter der Kammer emporsteigen. Viele sind mit den großen Säulen verbunden und würden zu Voidika weiterfließen. Doch einige sind mit den Seelen der Toten gefüllt, auf dem Weg an völlig andere Orte. Und du weißt, dass dies die Pfade der Wiedergeburt sind. Du erstreckst deine Präsenz so weit, wie dein Geist es erlaubt. Du berührst einen dieser Pfade und zwischen ihm und dir öffnet sich ein langer Tunnel, steil und geriffelt wie der Schlund einer enormen Bestie. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf Taos Seele, die sich schwach an ihre besiegte Hülle klammert. Mit all deiner Konzentration reißt du sie los und schleust sie in den Kanal, bis sie in die Adra-Arte übergeht und nicht mehr zu spüren ist. In der Stille, die folgt, hallt ein einziges Wort durch deinen Verstand. Ein Wort, das du gesprochen hast, als du in deiner uralten Erinnerung eins mit Taos warst. Du erkennst, dass es das Wort ist, das die Maschine aktiviert. Da geht Taos. Da gehen diese Erinnerungen. Einmal kurz ein... Oh nee, jetzt kann ich mit allen Chars nochmal reden. Ich glaube, ich muss die Folge aufteilen. Die geht jetzt schon bald 1,5 Stunden. Okay, was habt ihr zu sagen? Theos, he had hold of your soul from a long time back, seems like. You get what you needed from him? Taos scheint seit langer Zeit Macht über deine Seele gehabt zu haben. Hast du von ihm bekommen, was du suchtest? Ich habe eine Antwort auf eine alte Frage gefunden. Oh, hard to come by. I feel for people still looking for theirs. Easy to see what it means to them to have someone to look to for answers. Edda grinst. So etwas kann schwer zu finden sein. Ich habe Mitleid mit allen, die noch suchen. Man versteht, was es ihnen bedeutet, jemanden zu haben, von dem sie Antworten erwarten können. You'll be feeling better soon then. Good. That's real good. Dann wird you es. You got it figured out what you're going to do about all that? Dann würde es dir bald besser gehen? Gut, das ist wirklich gut. Er blickt hoch zu der Maschine. Weißt du schon, was du unternehmen wirst? Noch nicht. Viele Leute glauben, sie seien von ihren Göttern im Stich gelassen worden. Es gibt wenig, was einem mehr Angst macht. Das kannst du mir glauben. Wenn es in meiner Power war, und ich weiß, es ist nicht, aber wenn es war, I'd send every last one of those souls right back where they were supposed to go in the first place. So folks could get back to believing what they used to. Wenn es in meiner Macht stünde, das tut es nicht, aber wenn, dann würde ich jede einzelne von diesen Seelen wieder dahin zurückschicken, wo sie ursprünglich hingehörten.
damit die Leute wieder das glauben können, was sie einmal geglaubt haben. After what you've been through, though, I'm sure you got your own ideas. Better make it good. Aber nach dem, was du durchgemacht hast, hast du sicher deine eigenen Vorstellungen. Ich hoffe, du machst was daraus. Palegina. So, viel also zu Theos. Als Palegina in die große Maschine hineinschaut, gleiten die Membranen von Palaginas grünen Augen nach außen und wieder zurück. Now you have a chance to set things right. Back to the proper order of things. It will take the deal with generations to recover. But at least these souls will find their way back to the wheel, as it should be. Jetzt hast du die Chance, die Dinge wieder zurechtzurücken, die richtige Reihenfolge wieder herzustellen. Der Dürrwald wird mehrere Generationen brauchen, um sich zu erholen. Aber wenigstens werden diese Seelen ihren Weg zurück zum Rat finden, so wie es sein soll. Ich will mal kurz gucken, kann ich das noch irgendwo lesen? Ja, Beerat, also zurück in den Kreislauf, gut. Never thought I'd see something like this in my travels. Lends a little perspective, doesn't it? Sie schüttelt den Kopf und blickt sich um. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf meinen Reisen so etwas sehe. Doch rückt alles in ein anderes Licht, nicht wahr? All of these notions of who we are, what shapes us, none of it really matters, does it? And yet, if we could heal these broken families, I suppose our journey would be worth something. All diese Ideen darüber, wer wir sind und was uns formt. Sie schüttelt den Kopf. Nichts davon spielt doch eine Rolle, oder? Und dennoch, könnten wir diese gebrochenen Familien heilen? Würde unsere Reise nicht dann etwas wert sein? Itoma kleckt ihre Finger. Was jetzt? Danke, dass du mit mir gereist bist. Es ist an der Zeit, die Sache zu beenden. Was jetzt? I guess that's up to you, isn't it? Because I'm too short to reach the controls on that thing. For all I know, when you flip the switch, that thing will blast us all as far as Nasitak. Whatever happens, though, I'm glad we journeyed together. Das liegt wohl an dir, oder nicht? Ich bin nämlich zu klein. Ich komme nicht zu der Steuerung hoch, sie nicht zu der Maschine. Vielleicht jagt uns dieses Bing bis nach Nasitak, wenn du den Schalter umlegst. Aber was auch geschieht, ich bin froh, dass wir zusammen gereist sind. Ich habe dir gesagt, ich bringe dich nach Hause. So you did. It's been an honor. Sie lacht. Das hast du. Es war mir eine Ehre, Hagrim. Lorenz? Oh, the end of the road greets us at last. You fared well, Watcher. Better than any Watcher has right to. Seems you were a field in need of a flames cleansing. Endlich grüßt uns das Ende der Straße. Du hast dich gut geschlagen, Wächter. Er kneift seine Augen zusammen. Besser als jeder Wächter es das Recht hat. Es scheint, als wärst du in einem Feld gewesen, das eine reinigende Flamme gebraucht hätte. Would that my own trial had produced such an outcome. I had figured myself for the field all this time. But you were the field, and I the darkness. A lesson neither of Durance nor of But with that trial's end, a new one begins, a God's trial, and I will stand in judgment without mercy. Ach, hätte meine eigene Prüfung durch solch einen Ausgang gehabt. Die ganze Zeit sagte ich, ich sei das Feld, doch du warst das Feld und ich die Dunkelheit. Eine Lektion, die weder von Durens noch Magran stammt. Doch mit dem Ende dieser Prüfung beginnt eine neue, eine göttliche Prüfung und ich werde ohne Gnade urteilen. Durenz ist immer noch Durenz, ganz ehrlich. Und Alof? Astounding. I always knew the leaden key stood for something big, but I didn't quite realize what I'd gotten myself into. And now, you're in the middle of something even bigger. The decision that will affect millions. Er blickt auf die gewaltige Hadra-Säule. Erstaunlich. Ich wusste schon immer, dass der bleierne Schlüssel für etwas Großes steht. Doch mir war nicht ganz klein, was ich da hineingeraten war. Und nun steckst du mitten in etwas noch Größerem. Mit einer Entscheidung, die Millionen beeinflussen wird. Aber selbst wenn du die Seele jetzt irgendwo spezifisch sendest, wer weiß, was der nächste Turn des Wheels von ihnen machen wird. Wir können nicht wirklich kontrollieren, was ihnen passiert. Nor should we try. Ich had to see the monster Theos had become to realize that. Er blickt zurück zu der Säule. Aber selbst wenn du die Seele jetzt an einem bestimmten Ort schickst, wer weiß, was die nächste Drehung des Rades mit ihnen macht. Hagrim, was mit ihnen geschieht, das können wir nicht kontrollieren und wir sollten es auch nicht versuchen. Um das zu verstehen, muss ich erst sehen, zu welchem Monster Taos geworden ist. Vielleicht. It's your decision, of course. And whatever you decide, I'm glad our paths crossed in Gilded Vale. Es ist natürlich deine Entscheidung. Und wie du auch entscheiden magst, ich bin froh, dass unsere Wege sich in Goldtal gekreuzt haben.
So, wir sind alle ziemlich am Sack. Ich würde eigentlich gern noch mal vorher rasten, aber ich glaube, das muss ich gar nicht. In der Maschine schwingt die Energie tausender Seelen mit. Neben ihr zu stehen, lässt sich schwindelig werden. Tja, dann wird es jetzt Zeit. Mit deinen Gefährten als Augenzeugen begibst du dich auf die Stelle, wo vor langer Zeit Taos vor seinen Leuten stand. Die große Maschine liegt untätig und betriebsbereit vor dir. Du hast die Maschine und die... Du hast diese Maschine und andere wie sie in Betrieb gesehen. Du verstehst ihre Funktionsweise. Es ist ein Apparat zum Umleiten von Seelen. Für einen Wächter wäre es ein leichtes, die Umleitungsrichtung zu beeinflussen. Du hast angesichts der Größe der Maschine, könnte es das Letzte sein, das du tust. Sprich den Befehl zur Aktivierung der Maschine. Als sich die alten Zahnräder lockern und zu drehen beginnen, hörst du ein kreischendes Mahlgeräusch von Stein auf Stein. Die bleiben nur Sekunden, bevor die Seelen die Adra... Ader geschickt werden. Dies ist deine einzige Chance, sie umzuleiten. Die Seelen zurück in, den Reinkarnationskreislauf schicken, die Seelen zurück in die vorgesehenen Körper leiten, die Seelen entropisch auflösen und ihre Existenz beenden. Das wäre wahrscheinlich das, was wir, die Wahl gewesen von Mr. Eisgott, was wir verbockt haben. Die Sens auf die im Dürrwald existierenden Seelen verteilen, um sie zu stärken. Nein, wir haben Berat versprochen, also tun wir es auch. Du schließt deine Augen und erweiterst deine Wahrnehmung nach außen. Du nimmst die immense Gesamtheit zehntausender Seelen auf, die um die Kammer kreisen. Du hast die Seelen kaum im Griff. Bevor dir bewusst wird, musst du kämpfen, um sie alle unter deinem Einfluss zu behalten. Und als die Maschine an Geschwindigkeit zunimmt, kannst du spüren, wie sie deinen Griff entgleiten. Ein kurzen Moment lang fühlt es sich so an, als hättest du sie alle gleichzeitig im Griff und ihre Kraft ist derart stark, dass sie dich zu zerreißen droht. In diesem Moment würdest du dein ganzes Wesen der Änderung ihres Umlaufs und lenkst ihren Fluss in eine neue Richtung. At your command, the ancient device became your instrument, spinning to life with deafening resonance and gathering up the swirling essence like thread on a great spindle. There, in the pale, pulsing glow of the machine that set you on this path long ago, you summoned all your strength, focusing on your objective and blocking out all else. With a single concussive blast that rocked the chamber and sent you tumbling to the ground, you freed the souls from their stasis. Exhausted, your consciousness slipping away, your last sight was of the machine, dark and dormant. Then your eyes closed, and sleep welcomed you at long last. After coming to and searching for some time, you discovered the route Theos used to enter Sun and Shadow, and embarked on a long and arduous ascent back to the surface. You emerged in Ter Evron after days of tunneling through the rubble Theos had left behind, and when you stepped into the daylight, you were faced with a different Deerwood than the one you had left. At your direction, the lost souls of the Hollowborn were funneled back into the churn of Barath's wheel to find their way into new vessels and partake in the life they had been denied during Whitewind's legacy. Though parents of Hollowborn would remain just that, the end of Whitewind's legacy would bring about a spate of new, healthy births, with many of the infants bearing souls once meant for Hollowborn children. The natural cycle of life and death had been restored to Deerwood, and with it came a renewed faith in the providence of the gods. Lord Radric's zeal had brought him back to life once, but it would not do so again. Radric's destruction at your hands spelled the end of his suffocating rule over Gilded Vale and the surrounding area. In his absence, the village prospered, becoming a popular destination for new settlers anxious to leave Defiance Bay after the riots. Without a nearby ruler, it also grew more wild, with many settlers moving on as soon as they'd arrived, turned off by lawlessness that was excessive even by Deerwooden standards. Nevertheless, despite the challenges of living there, Gilded Vale had survived, and would continue to survive for the foreseeable future. Following the assassinations of Duke Avar Wulfgren and Lady Webb, Defiance Bay was thrown into political upheaval. In the ensuing weeks, the streets had become the domain of looters and blackguards. Few dared to step outside their own doors alone or unarmed. But once the dozens had regrouped in the wake of the riots,
They quickly put an end to the criminal activity, patrolling the streets in droves and administering their brand of law on any perceived offenders. They also took the opportunity to depose the weakened Knights of the Crucible from their position of authority, branding them traitors to the people for their actions during the riots. Whatever knights weren't stoned to death in front of their keep were forced into exile. The external contingent of knights stationed at Fleetbreaker Castle would remain there, their High Justice plotting the city's recapture. The dozens would soon find themselves overwhelmed by the problems of a leaderless metropolis, and in the days and months ahead, Defiance Bay remained on the brink of collapse. Though the machine atop Terre Noeneth had been disabled, it had not seen its last use. Heritage Hill was rebuilt, and no sooner had the first families moved in to resettle the district than members of the Leaden Key, acting under standing orders from their Grand Master, climbed the tower and reactivated the machine. The initiates slew a handful of the new settlers under cover of night, and watched as history repeated itself, the victims reanimating and devouring the survivors. After this second incident, the district would remain abandoned. The Duke's assassination at the apparent hands of an Animancer had caused catastrophic rioting in the streets of Defiance Bay, and few Animancers survived the first day. Many Deerwoodens took the end of Widewind's legacy as a sign, both that the gods did not approve of Animancy, and that the purging of Animancers in Defiance Bay had been enough to satisfy them. In time, their rage would subside, and a number of surviving Animancers remained in and around Defiance Bay, often taking to the wilds to practice their science without repercussions. The town of Deerford had seen the last of the Cult of Scan. Dark rumors about the town's many curses quickly faded, and travelers soon returned. The fortress of Cadnua emerged as a bastion of security in the midst of an untamed land, becoming the envy of every thane and earl in Deerwood. Legend grew over time of its impregnability, and stories of formidable invaders easily scattered by the keep's defenses became popular around the hearths of Deerwooden inns. Likewise, it also became a beacon to travelers, merchants, and visiting dignitaries alike. Reputed as the finest fortress in all Deerwood, people would journey from near and distant lands alike to experience its fabled hospitality and grandeur. Palagina had followed her orders from the Duke's bells, helping establish an exclusive trade arrangement between the Valian Republics and the tribes of Ere Glanfath. With the Deerwood's people still weakened by Widewind's legacy, the Valian Republics easily pushed their would-be competitors out of the market. The Deerwood suffered as terribly from the lost trade as the Republics benefited from it. Palagina was honored for her service by being assigned as the personal guard of the Duchess of Spirento. Despite her success, she regretted the choices she had made along the way. Horavius took his leave of the party and, after his first bath in years, returned to his nomadic lifestyle. With his homesickness expunged, he found renewed joy and tranquility in his wandering survey of the wilderness. For the first time in his life, he ventured beyond sight of the mountains of Ere Glanfath. During his travels, he penned numerous journals and sketches detailing his travels through frozen tundra, searing desert, and tropical forests. Wherever he went, Horavius left behind stories of the Autumn Druid, a temperamental, one-eyed wise man of the forest, known to bring food to lost travelers and unusual advice to anyone willing to ask him a question. Adair chose not to return home to Gilded Vale. Through a number of quiet inquiries, he soon found his way into the underground organization of Aethasians known as the Night Market. Ironically, in learning that the gods had been fabricated, Adair found his faith in Aethas renewed, and that his god was neither alive nor truly a god had become irrelevant. He rose quickly through the ranks of the Night Market for his optimism and for his bold leadership, his ultimate goal to make the Deerwood a place that would welcome followers of the Shining God once again. When the dust settled in sun and shadow, Aloth looked upon the remains of Theos Ixarchanon, his former master. He saw where the Grand Master had gone wrong and what would be required to undo the harm Theos had wrought. With a flick of his wrist, he burned Theos's robe, headdress,
and every other symbol of the man's power. Never again, he vowed, should Kith live in fear and blind obedience to an authority they did not understand. Armed with the knowledge and courage he had gained on his journeys with the Watcher, he set out on the long and lonely task of dismantling the Leaden Key. With the Watcher's goals accomplished and his own vows fulfilled, Kanarua sailed back to Dekoa. His friends and family found him much changed, for a pall had fallen upon the man, smothering his former enthusiasm. Called before the Lore College, Kana told them of the pain the Angwithan legacy brought to the lands abroad. He insisted that a search for answers abroad could only fragment the Rawatai people, as it had done to the Deerwood. His findings were met with much respect, and Kanarua's voice came to be considered an influential one in the growing move towards Rawatai's isolation. With Theos defeated and the souls released from Sun and Shadow, healthy children were born once again in the Deerwood. The grieving mother sought a place where she might do penance for the birthing bell. She returned to Deerford, where, to the astonishment of the villagers, she delivered the first healthy child in over a decade. She remained there, and with each new birth, she saw a measure of hope restored to the Deerwood and a measure of grace for her own troubled past. Durance used Mogryn's strength only until Theos had been cast from the world, and then swore off her influence entirely. Regret came to weigh heavily on his mind, and a man who had never previously lacked for words or opinions came to embrace silence and contemplation. He continued to wander, penniless and destitute, searching now not for the reason for his goddess's silence, but for a mechanism for revenge. The charred robes he continued to wear as a reminder that he had been burned by his goddess, and not just by the flames of the Godhammer. After 5 years of searching for Persok, Sagani's four-month journey home felt longer still. The Deerwood, Eir Glonfoth, the Valian Republics, became places on a map, endless expanses of green between her and Nausithoq. Her homecoming was celebrated by all of Masuk, yet it was the reunion with Kalu and their children that truly brought her joy. She relinquished her role in the long hunts, and ever after, she and Itumak spent their days working in the village and their nights at her hearth. She watched her own children and their children grow and thrive. When she finally passed, she lay surrounded by the affection and tears of 5 generations. For you, the death of Theos brought an end to your waking visions and a silence to the whispers of the past. In their absence, you were able to sleep. The questions of a distant lifetime ceased to trouble your soul. All that remained was what to make of the answer. But at the moment, there was little to be done, and the matter would have to wait. A long journey loomed ahead. Das war Pillars of Eternity. Boah, der Abspann hat mir jetzt richtig Gänsehaut gemacht. Unsere Fehler wurden, oder meine Fehler besser gesagt, wurden mir nochmal vor Augen geführt. Hagrims Fehler. Hey, powered by Unity. Und jetzt noch die Abspannmusik hier. Meine Meinung zu diesem Spiel kann man nicht in Worte fassen. Das Spiel ist sowas von der Hammer, ey. Das ist echt ein würdiger Baldur's Gate-Nachfolger in allen Bereichen. Pillars of Eternity hat zwar das Rad nicht neu erfunden, es hat viele Ideen aus anderen Rollenspielen, zum Beispiel das Aufbauen einer Festung, und sich zu entscheiden, sich irgendeiner Gruppe anzuschließen, was wir auch gesehen haben. Die Dutzenden haben es nicht gerade geschafft, mit Todsbucht für Ordnung zu sorgen. Ich hätte mich wahrscheinlich eher den Spätstiegelrittern anschließen müssen. Aber naja, kann man nichts machen.
Es ist nun mal jetzt so gelaufen und damit müssen wir leben. Oder muss ich leben? Ich kann es nur im nächsten Playthrough und im übernächsten und in dem darauf folgenden besser machen. Und so immer mehr Stück für Stück und draus lernen. Aber ja, dieses Spiel war perfekt. Es war richtig, richtig geil. Es hatte Macken. Hat jedes Spiel. Aber ich muss sagen, ich bin glücklich darüber, wie Obsidian sich die Arbeit macht. Wir sind jetzt immerhin schon bei Patch, bei Version 3.0.1. Also es wird fleißig gepatcht, es werden Bugs behoben. Man sieht es, sogar Lokalisierungsbugs sind teilweise behoben worden. Also was die Waffen angeht. Es wurden Änderungen gemacht. Das Spiel ist schwer, wenn man es auf schwer spielt und im Expertenmodus. Ich will nicht wissen, wie man das Spiel schaffen soll, wenn man auf Pfad der Verdammten, Expertenmodus und Eisenurteil spielt. Wie man Taos besiegen soll. Bei der Spielstadt wird gelöscht, wenn man einmal stirbt. Vor allem gibt es da sogar noch Dings, das Achievement heißt Dreifach Krone Solo, das ist also Pfad der Verdammten, Eisenurteil und Experte ohne ein Gruppenmitglied aufzunehmen. Das ist nochmal richtig bitter, das zu schaffen. Da muss man wirklich verdammt gut sein. Naja. Aber dafür ist das Spiel jetzt nicht da, dass man hier jetzt Steam Achievements jagt. Das Spiel ist einfach dafür da, dass man es genießt. Die Story genießt. Sich mit seinen Entscheidungen auseinandersetzt, all das. Und darüber bin ich richtig froh, dass das Spiel so geworden ist. Auch wenn ich jetzt bald wieder 2 Stunden am Stück aufgenommen habe. Ich werde das wahrscheinlich doch lieber in 2 Folgen aufsplitten. Ja. Was soll ich sagen? Damit ist das längste Let's Play auf meinem Kanal endlich beendet worden. Mit wahrscheinlich 333 Episoden. Schaffen wir auch noch eine Schnapszahl. Ich freue mich schon so sehr drauf, es mal offscreen auch mal durchspielen zu können. Auf Englisch dann aber, wo die Lokalisierung besser ist. Ja, The White March, das kommt ja auch noch. Ja, ich werde sehen, ob ich es dann nochmal let's playe mit einem völlig neuen Char. Also wahrscheinlich wird das dann ein Paladin werden. Das wird dann nicht mehr blind werden, bis auf The White March halt. Und dann sehen wir halt, was passiert. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse jetzt das, die Credits jetzt noch ablaufen. Verabschiede mich dann schon mal von euch allen. Danke euch fürs Zusehen. Pillars of Eternity war ja eins meiner Projekte, was ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Playthrough. Oder in anderen Projekten. Oder vielleicht bei meinem Stream, den ich demnächst vielleicht mal anfangen werde. Also, dann würde ich sagen, hi ho. Und bis bald, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Thank you.
Mann, sind das viele Baker.